Servus zu meinem neuen Video. Ich bin jetzt hier irgendwo bei Wiel in der Nähe und will jetzt ein bisschen Bärlauch sammeln für einen Bärlauchbrotaufstrich. Das ist ein schönes Auerwäldle hier. Wie viele Flüsse und so kleine Tümpel, viel Feuchtigkeit. Und habe das jetzt einfach heute mal vorgenommen, weil es ein schöner Tag ist. Sonne scheint, es ist angenehm warm. Und gesagt, mache ich das einfach mal. Ich tue jetzt hier so einen kleinen Rundweg laufen. Das ist so ein Naturlehrpfad. Schön ruhig halte. Und ist einfach schön zum Laufen. Und dann schauen wir jetzt nach einfach mal, ob wir schon den bärigen Lauch finden. Und was es sonst so zu sehen gibt. Und dieser Bärlauchbrotaufstrich, wo ich machen will, den machen wir nachher zusammen im Caddy. Ich habe mir vorher beim Einkaufen durch Zufall irgendwie so ein witziges Gimmick gefunden. Das zeige ich euch dann aber später im Video. Mal gucken, ob das was taugt. Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wird interessant, so einen Brotaufstrich zu machen. Habe ich auch noch nie gemacht. Schauen wir mal. Der Weg ist eigentlich ganz genial gemacht. Du hast immer mal wieder an irgendwelche Bäume und so, hast du so Schilder, wo nützliche Informationen dran stehen über die Flora und Fauna. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist auch gut für Kinder. Zum Beispiel hier jetzt auch. Ein Schild, wo verschiedene Infos über Amphibien und so Tiere dran stehen. Richtig gut gemacht. Verzeiht mir bitte, dass ich heute ein bisschen verknittert aussehe. Ich hatte Nachtschicht und bin doch ein bisschen davon gerädert. Hier führt der Weg ist an so einem kleinen Flüsse vorbei. Richtig schön. Herrlich, kann ich dazu nur sagen, herrlich. So, ich habe jetzt Bärlauch gefunden. Gucken wir mal. Die Bestimmungsmerkmale. Ein Blatt an einem Stiel. Blattunterfläche muss matt sein, die darf nicht glänzen. Das ist sie. Und der Geruch. Definitiv Knoblauch. Ach, richtig schön knoblauchig. Das ist Bärlauch. Mhm. Genial. Ziemlich hoch, das ist intensiv. Da sammle ich mir jetzt mal die schönsten und größten Blätter raus. Das ist jetzt die Ausbeute. Müsste ein bisschen mehr als 50 Gramm sein. Das brauche ich schon fürs Rezept. Jo. Man soll nicht gierig werden, ne? Das ist jetzt erstmal ein Probiererchen, sage ich mal. Ich probiere jetzt mal das Rezept aus. Ob's auch, oh, ich bin gar nicht im Bild. Was sieht denn aus? Ah, so eine Wolle. Jetzt nehme ich mal keine große Menge mit, so, sondern einfach mal so eine kleine Menge, einfach mal zu probieren, ob es überhaupt schmeckt. Und wenn jetzt erst noch der Anfang von der Saison. Und hier gibt es ja, wie ihr im Hintergrund sieht, alles was grün ist, Sperrlauch. Richtig cool, also hier kommt er ordentlich hoch und er wird noch größer. Laufen wir mal noch weiter. Gibt noch ein schönes Pausefleckle, wo ich euch zeigen will. Einfach schön zum Laufen. Sonne scheint. Was will man mehr?
So, das ist der Trüppel. Hier ist das Pauseplätzchen, von dem ich vorher geschwätzt habe. Wunderschön hier. Man kann Eisbürgel beobachten, es geht ein Flüssel hier durch. Hier ist eine kleine Brücke. Wunderschön. Und man hat hier eine himmlische Ruhe. Und jetzt geht es Richtung Auto. Ein bisschen Sprudel, muss ich dann noch schaffen. Und der Bärlauch wird auch noch verarbeitet werden. Wir werden uns jetzt nachher wieder am Caddy sehen. So, und jetzt suche ich mir ein schönes Plätzle, wo ich das zubereiten kann. Bin echt mal gespannt, wie das nachher schmeckt. Zuerst einmal so, ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz, da ist zwar ein bisschen viel besucht, aber ich habe jetzt gerade auf die Schnelle keinen anderen Platz gefunden. Muss noch einfacher Schneidebrettle und alles holen. Und jetzt machen wir mal den Bärlauch, würde ich sagen. Ha? Wichtig ist jetzt, dass man den Bärlauch auch nochmal, wenn man wascht, einfach mal kurz nochmal drüber guckt. Dass sich da auch nichts Fremdes eingeschlichen hätte. Boah, ich denke, wie schön das riecht. Guckt euch das mal an. Wunderschön. Richtig schön frischer Bärlauch. Einfach nur kurz, bevor man es reinwirft, drüber schauen. Gut, stellen wir das auf die Seite. So, also, Bärlauch feinhacken. Hammer. Nachher kommt das Gerät zum Einsatz, wo ich schon gesagt habe, wie man gekauft hat. So, der ist jetzt immer noch viel zu grob. Der muss ja noch feiner werden. Und jetzt kommt was zum Einsatz, wo ich vorher im, in dem Lade gesehen habe, wo ich einkaufe war. Ja. Ja gut, steht überall der Name drauf. Das ist ein Mini-Schneider, zerkleinert und rührt in Handumdrehe zur sauberen und sicheren Anwendung, trendfreies Zerkleinern von allem möglichen Gemüse. Wir haben hier drei Schneidemesser, theoretisch. So. Also wenn ich jetzt hier ziehe, geht es nicht unter die Messer. Finde ich jetzt irgendwie witzig. So, okay. Und ich sage, gehen wir mal da rein und probiere es aus. Was dieser Multi-Zerkleinerer so kann. Machen wir nicht zu viel rein. So, zap, zap, zap. So. Jetzt hebe ich das mal so. Also Leute, ich muss sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. 100 Gramm Sonnenblumenkerne. Ob er das auch packt. Irgendwie noch eine Küchenwaage. Habe ich sie vergessen. Also, okay. Hier sind 200 Gramm drin. Dann nehmen wir einfach die Hälfte. Das muss ich nicht hinhaben. So. So, jetzt habe ich hier eine halbe Zitrone.
schon mal eine komplette Saft und eine halbe Zitrone. Ja. Ah, dann habe ich ja doch was zum Anmesser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist, aber ich nehme mal an, vielleicht 20 oder so. Das machen wir einfach mal. Zwei Eierbecher voll mit Öl. Zap, zap. Drei Teile Milch. Da stand irgendwas in Sojamilch. Ich nehme normale Milch. Also drei Teile von einer. Zwei. So. Ein Teelöffel gestreutes Salz. Einmal hier das gute Gewürzsalz. So. Deckel drauf. Richtig gut. Jetzt füllen wir es noch oben ins Glas. Extra ja so ein Gläschen besorgt hier. Mein eigenes selbstgemachter Bärlauchaufstrich. Und den lasse ich mir jetzt nachher gleich direkt schmecken. Sieht doch richtig geil aus. Gefällt mir. Hier sieht es aus wie ein Bombeinschlag. Jetzt muss ich das auch schon mal alles putzen. Yippie-aye. Da kommt Freude auf. Leute, guckt euch mal den Sonnenuntergang da draußen an. Richtig geil, wie sie jetzt hinterm Berg verschwindet. Und meine Küche ist wieder sauber. Und jetzt probieren wir das Ganze mal und schauen, wie es schmeckt. Bin echt mal gespannt. Geil. Noch ein bisschen. Wunderbar, die Farbe. Richtig gut. Also, ich lasse euch das Rezept auf jeden Fall mal in der Beschreibung. Und ich werde es jetzt erstmal noch genießen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wenn ihr auch immer das Video anguckt. Und lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute.